Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr Einzel- oder Kleinhaushalte und die grosse Belastung am Arbeitsplatz und in der Schule verändern unsere Essensgewohnheiten. Statt daheim oder im Restaurant isst man eher im Büro oder unterwegs und kocht selber weniger. Die Antwort von Coop auf diesen Trend ist eine vielfältige Palette von genussvollen Gerichten. Fertig zum Essen oder fertig zum Kochen. Entwickelt und getestet werden die Produkte von unserem Einkauf in enger Zusammenarbeit mit Betty Bossi, die bekannt ist für lustige Rezepte, die immer gelingen. Auch im Teleskop gibt es morgen ein Rezept von Betty Bossi, das bestimmt gelingen wird. Es sind gratinierte Teigwarenköpfchen mit knackigem Cima di Rapa. Erdbeermakaronen gibt es dazu. Salzwasser, Teigwaren kochen. Oh, das geht natürlich zack. Gut, hast du ein bisschen geschnitten, dann braucht es nicht so lange. Dann Peperoncini, ganz fein gehackt, möglichst keine Kerne, weil es sonst wirklich stark eben, wird. Eben, sonst heizt es wirklich ein. Das macht doch alles für dich. Und jetzt kann ich den Guss einfach da noch einfüllen. Jetzt muss man einfach ab und zu ein bisschen füllen, zum nächsten. Genau, sowieso, immer bei dir. Teigwarenköpfli mit Cima di Rapa. Ich höre nur, dass du da schon heftig am Stochern bist. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das Rezept in voller Länge zum Nachkochen sehen Sie morgen wegen dem Skirennen bereits am 20.11 Uhr auf diesem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Jeden Tag treffen beim Coop-Konsumentendienst zahlreiche Anfragen ein. Verschiedene Konsumenten wollten wissen, warum jetzt immer mehr Produkte auf Betty Bossi umgestellt werden. Es stimmt, dass es bei Coop schon früher noch fix fertige sogenannte Convenience-Produkte gegeben hat. Dank der Zusammenarbeit mit Betty Bossi ist die Qualität noch besser und das Angebot wesentlich grösser geworden. Speziell beim Salat, bei den Gemüse und bei den Früchten finden Sie jeden Tag in unseren Läden wieder verschiedenste Neuheiten. Auch bei den natürlich gereiften, erntefrischen Früchten aus Afrika hat es wieder Neuheiten gegeben. Zum Beispiel der exotische Fruchtsalat Tropic Mix mit Passionsfrucht oder die Ananaswürfel Sugarloaf von Betty Bossi. Die Früchte schmecken wie alle Exoten am besten, wenn man sie voll ausgrifft, süß und saftig, direkt nach dem Ernten möglichst schnell geniessen kann. Auf der Plantage wird der Reifeprozess genau beobachtet. Erst wenn der Höhepunkt erreicht ist und die Frucht die afrikanische Sonne voll genutzt hat, wird mit Ernten angefangen. Während der Eingangskontrolle werden die Früchte auf Saft und Süßigkeit untersucht, dann hygienisch geschält, geschnitten und ohne jede Zugabe von Konservierungsmitteln oder Zucker abgepackt. Noch eine letzte Kontrolle, bevor die süße Fracht einer lückenlosen Kühlkette anvertraut und von Kühlfahrzeugen zum Flughafen gebracht wird. Dort werden sie in Empfang genommen und 4 bis 5 Mal pro Woche in die Schweiz geflogen. Schon am nächsten Morgen liegen die Exoten von Betty Bossi bei uns im Kühlregal. Die Ananas zum Beispiel knapp 4 Tage, nachdem man sie in Afrika geerntet hat. Frischer geht es wirklich nicht mehr. Auch beim Brot ist Frische gefragt. Unsere Bäcker haben darum vorgesorgt mit Ausbachstellen direkt in den Läden, wo verschiedene Brote laufend frisch backen oder rausgebacken werden und das bis zum Ladenschluss. Im Jubiläumsjahr von Coop Naturaplan überraschen sie unsere Bäcker übrigens jeden Monat mit einem besonderen Biobrot. Das Mal ist ein Spezia-Brot an der Reihe. Ein helles Biobrot, arm an Kalorien, aber reich an Nährwert, mit einem herrlichen Aroma und einem fantastischen Geschmack. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, wie der Aufschnitt in unseren Läden frisch geschnitten und Scheibe für Scheibe verpackt wird, damit Sie auch in der Bedienungsabteilung nicht mehr warten müssen. Außerdem geht es weiter mit tollen Powerbon-Aktionen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen!